Was geht ab, Leute? Wie geht's euch? Alon am Start. Ich weiß, lang ist es her seit meinem letzten Video. Und I am back. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich jetzt die nächste Zeit wieder Videos mache. Einen ganzen Monat habe ich keine mehr gemacht. Und bin jetzt back am Start. Ich bin gerade hier im Hotel. Eigentlich ist es ein Apartment. Hier in Berlin. Wir sind ein paar Sachen am Drehen. Mehr dazu demnächst. Falls ihr jetzt gar keinen Bock auf Gelaber habt, das wird ein etwas längeres Video werden, weil ich allgemein, wie gesagt, keine Videos mehr gemacht habe und auch, ja, einfach mal ein bisschen drumherum auch erzählen will, was alles so bei mir abgeht. Und auch viele Sachen, die auch bei mir im Kopf so abgehen. Nicht nur, was ich so mache gerade, was habe ich für Projekte und so weiter und so fort. Also momentan geht es mir sehr, sehr gut. Ich war in Israel einen Monat, habe da Urlaub gemacht und meinen Vater besucht, meinen Bruder. Die wohnen in Israel und ich wollte mich kurz nochmal auch zu der politischen Lage melden und sagen, dass ich gar keine Meinung darüber habe. Und ja, ich liebe alle Menschen, alle Religionen, alle Hautfarben. Was ich nicht mag, sind Extremisten und Leute, die Hass predigen und verbreiten. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Leute schuld sind für alle Kriege, die es auf der Welt gibt und so weiter und so fort. Ich bin mit Araber zusammen aufgewachsen. Die nächste Sprache, die ich lernen will, ist Arabisch. Ich habe viele Araberfreunde und in Israel selber unter sich das Volk haben wirklich gar keine Probleme miteinander. Es sind die Politiker, es sind die Extremisten, Zionisten oder wie auch immer sie ihn nennen wollt, die alles kaputt machen. Ja? Ohne jetzt überhaupt in die Politik reinzugehen, wem das Land gehört oder all diese Sachen. Ich kenne mich nicht mal aus, weil wie gesagt, ich habe keine Meinung darüber. Ich bin der Meinung, leben und leben lassen. Ja, ich bin da ganz basic und das wollte ich erstmal dazu sagen. Ja? Falls ihr das nicht wüsstet, ich bin Jude, meine Mutter ist Israelin, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Israeli, bin aber in Deutschland geboren, also bin auf jeden Fall Deutsche und Deutscher und bin aber in Israel aufgewachsen. Ihr kennt ja meine Story, in Israel aufgewachsen, in Deutschland geboren und in Israel aufgewachsen, bis ich 17 war, hatte eine schöne Kindheit am Anfang und danach ist es ein bisschen ins Negative eskaliert, hatte wirklich viele Probleme. Demnächst kommt noch eine Reportage über mein Leben. Lade ich demnächst mal hoch. Kam auch im Fernsehen, aber ich weiß nicht, ob ihr das alles gesehen habt oder nicht. Ja, war auf jeden Fall eine coole Zeit in Israel, eine sehr interessante Zeit. Ich habe sehr, sehr viel an Lebenserfahrung mitgenommen. Habe viel gesehen, viel erlebt, auch viel Negatives und ich weiß, es ist in der Scheiße zu stecken. Ja, ob es jetzt die Klapsmühle war, in der ich drin war, schlechte Freunde, schlechte Zeiten, Kriminalität, Drogen, all diese Dinge, die habe ich mitgemacht und es waren wirklich nicht einfach mal ein paar Tage, sondern wirklich Monate, Jahre lang. Ja, Zeiten, wo ich auf der Straße teilweise war, wo ich abgehauen bin, wo ich im Internat gelebt habe. Das kommt alles übrigens in meinem neuen Buch, was auch demnächst rauskommt, Mitte Januar. Und da berichte ich auch über Meditation. Was jetzt das nächste Thema, was ich jetzt ansprechen mag. Meditation ist für mich ein ganz großer Teil meines Lebens. Ist eigentlich noch wichtiger als das Training, wichtiger als die Ernährung, wichtiger als das materielle Leben und das Oberflächliche. Ich bin absolut kein materieller Mensch. Geld ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Allerdings möchte ich Geld haben und auch die Erfahrung haben, wie es ist, erfolgreich zu werden und auch Materielles zu besitzen. Deswegen fahre ich auch einen Sportwagen, den ich übrigens schon länger jetzt gar nicht mehr habe. Wie gesagt, im Winter gönne ich mir einfach mal viel Reisen und viel Erholung und einfach mal, einfach mal back to basics. Less is more. Aber im Sommer hole ich mir wahrscheinlich wieder einen Sportwagen und ich will einfach die Erfahrung mit materiellen Dingen machen und auch mal sagen können, ich bin so einen Wagen gefahren, ich habe
viel erreicht und darüber spreche ich auch ganz gerne. Ja. Geld ist auch nichts Schlechtes. Mit Geld kann man auch sehr viele gute Dinge machen. Und man kann sich auch mit Geld ein großes Stück Freiheit kaufen. Ja, Geld macht zwar nicht glücklich, aber mit Geld kann man sich frei kaufen, sozusagen. Man kann sich wirklich einen Urlaub gönnen oder man kann sich eigentlich ja, alles gönnen, sozusagen, in Sachen Freiheit. Ja, ich kann entscheiden, wann ich wohin will, ja, wie lang, mit wem. Und das sind alles Dinge, die man im normalen Alltagsleben nicht hat. Und das war für mich immer ein ganz, ganz großes Ziel, neben dem mentalen Aspekt, einfach mal sich weiterzuentwickeln und auch mal zu Erfolg kommen, was das betrifft. Neben dem Geld, wie gesagt, bei mir das Allerwichtigste ist hier drin das Herz und die Seele. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch, ich liebe es abzuschalten. Ich liebe es, meine Gedanken zu beobachten und zu meditieren. Meditation ist jetzt kein Glauben oder sonst was, falls ihr das nicht wisst, sondern es ist wirklich eine Technik, eine strategische Methode, um sich weiterzuentwickeln, um sich aufzubauen. Es gibt sogar Studien darüber. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Hippie-Sache, die man einfach nur macht, um Juhu, ich bin jetzt cool. Nein, man kann damit wirklich sein Geist, sein Selbstbewusstsein, selbst sein Gehirn kann man plasmisch ja, zum Wachsen bringen. Also ohne Scheiß. So, wie gesagt, plastisch zum Wachsen bringen. Sprich, es überträgt sich auch über den Körper. Und selbst im Training, ich habe immer so eine Art mentale Einstellung, was das betrifft. Ihr wisst ja, dass ich sehr emotional trainiere, sehr, sehr bei mir bin beim Training. Ja, ich habe jetzt zwar keinen konkreten Plan, aber ich bin konzentriert und ich denke, wenn man sich konzentriert und die Muskeln auch spürt, hat das auch einen Nebeneffekt, dass man solche Signale auslöst über seinen Körper. Oder der Körper löst diese Signale aus, okay, ich bin jetzt im richtigen Training, weil ich bin schon der Meinung, dass man eine Hantel schwingen kann. Ja, eine Sache ist es so, eine Hantel einfach zu schwingen, eine andere Sache ist es, eine Hantel zu schwingen und es zu spüren, es zu glauben, es einfach nur ja, zu fühlen. Und dadurch bin ich absolut zu 100% überzeugt, hat man einen besseren Muskelwachstum oder allgemeine Erfolge im Gym. Ja, was jetzt normale Leute hingehen würden sagen, so, der Junge labert Scheiße, aber ich bin der Meinung und ich weiß es auch, das funktioniert. Seid bei der Sache und ich weiß, ich laber jetzt einfach mal querbeet, weil, wie gesagt, ich habe schon lange keine Videos mehr gemacht. Ich würde mir normalerweise verschiedene Videos, also verschiedene Themen dann aufschreiben und immer mal ein Video dazu machen, aber ich hau es einfach mal raus. Ja, und wie gesagt, Ziel Nummer 1 ist für mich schon immer happy zu sein gewesen. Ziel Nummer 2 ist einfach nur, mich weiter zu verwirklichen. Karriere war mir schon immer sehr wichtig. Und ich weiß, dass Ziel Nummer 2 sich automatisch verwirklicht, wenn Ziel Nummer 1 von mir immer im Kopf behalten wird. Und ich weiß, man muss immer die kleinen Dinge beachten im Leben. Man muss dankbar sein, man muss ja, friedlich sein und in der Ruhe liegt auch die Kraft. Man muss wirklich schauen, dass man ein guter Mensch ist, ja, dass man ein gutes Herz hat, weil ja, es kommt alles zurück im Leben. Und that's it. Nochmal zum Thema Training. Nicht, dass ihr denkt, dass ich einfach ins Gym gehe und einfach mal total gestört durch die Gegend laufe und irgendwelche Übungen mache, sondern ich bin schon immer bei der Sache. Ich stehe morgens auf und weiß ganz genau, was habe ich gestern gemacht und was will ich ungefähr heute machen. Ich weiß zwar nicht genau, was für Übungen es sind, aber ich baue mir das gerade noch so auf, wenn ich im Gym lande und das passt dann eben auch darauf, was ich zuvor und was ich danach mache. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine Wissenschaft, wo man genau wissen muss, was muss man machen, wie viele Pausen, wie lange sie dauern, wie viele Sätze, Wiederholungen, dies, das. Ja, so wie ihr seht, ich bin ganz emotionaler, aber auch sehr intuitiver Mensch, absolut nicht strukturiert, das hat mir schon immer gefehlt. Struktur war schon immer mein Problem, sieht man ja auch in meinem Leben. Ich hatte es nie drauf gehabt, in der Schule durchzuhalten oder allgemein in der klassischen Wirtschaft. Ja, ich bin immer
sagen wir so, der Faule gewesen oder der, wo nichts kann gewesen. Und ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Und das hat mir auf jeden Fall dann wieder bewiesen. Ich sage wieder, weil ich damals es nicht gewusst habe, dass ich auch wirklich gut bin. Ja, am Anfang habe ich gedacht, ich habe wirklich nichts drauf. Ich bin schlecht und muss das alles sein lassen. Aber ja, zum Glück habe ich dann versucht, wirklich am Anfang sage ich versucht, weil es hat natürlich nicht direkt geklappt. Ich habe versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Es hat ein paar Jahre lang gedauert, bis ich überhaupt irgendwelche Erfolge gesehen habe. Die Sache ist aber so, dass man, egal was man im Leben macht, man muss dranbleiben. Ja, und wenn man nur auf die Ergebnisse schaut und nicht auf den Weg, dann fällt man natürlich weg. Ja, weil der Weg ist unser Ziel. Auf dem Weg lernen wir und haben wir auch den Spaß, zum Ziel zu kommen. Das ist gut, dass wir Ziele haben. Aber die Ziele, ja, es ist gut, dass wir sie haben, wie gesagt, aber das Endziel gibt es nie. Und wir müssen den Weg, wir müssen es wollen, das Ziel zu haben. Unsere Aufgabe ist es eigentlich, uns selber zu manipulieren und irgendwas richtig zu wollen, weil selbst dann, wenn man irgendwas macht, wenn man alle Tools hat und so weiter und so fort, wenn man es nicht richtig will, wird es nicht funktionieren. Und wenn ein Mensch was will, er wird alles im Leben erreichen, alles. Wenn, das ist so eine starke Macht, wenn man irgendwas will, dann bewegt man Berge und man zieht sich automatisch in diese Realität rein, beziehungsweise man zieht das auf sich, was man denkt, und dann kommt auch alles andere, ebenso Geld und Freunde und was auch immer. Ja, das sind alles nur Abfälle, Abfallprodukte vom Erfolg selber. Aber Erfolg zu haben, das muss man wollen, das muss man richtig stark wollen. Das fängt hier im Kopf an und genauso im Training. Man muss sich visualisieren, wie will ich überhaupt aussehen. Man muss sich genaue Ziele setzen, weil Menschen haben nun mal gar keine Ziele. Die laufen ziellos durchs Leben und für mich ist es eigentlich das Allerschlimmste, ziellos zu sein, weil das ist so ein langweiliges Leben. Und wenn man Menschen da draußen fragen würde jetzt, wollt ihr erfolgreich werden, wollt ihr was erreichen im Leben, dann wissen die gar nicht, was die antworten sollen. Oder die meisten halt nicht. Für sie ist es absolut normal, ein banales Leben zu führen. Aber für mich ist eine rhetorische Frage. Natürlich, selbstverständlich will ich erfolgreich werden. Ja. Und das muss man sich erstmal in den Kopf setzen. Und sobald man diesen Gedanken wirklich zur Realität gemacht hat, wo man sagt, okay, ich will jetzt wirklich erfolgreich werden, ich will diesen Körper haben, ich will so und so viel Geld verdienen, dann passiert das irgendwie. Ja? Das Universum schlägt zurück und man muss einfach positiv denken. Das ist auch nochmal eine Sache, die dazu kommt. Der Mensch denkt immer negativ oder zum Großteil. Ja? Wir denken alle sehr viel negativ. Wir müssen unser Denken ein bisschen positiver gestalten, dazu noch dran glauben und uns ein realistisches Ziel setzen und es auch zu wollen, dann passiert das. Und da gebe ich euch die Hand drauf. Und wenn ihr was macht, egal was es ist, arbeitet darauf hin, bleibt dran. Auch eine lange Zeit kann es dauern. Ihr müsst dranbleiben. Und wenn man irgendwann hinfällt, das ist ganz, ganz normal. Jeder, der erfolgreich ist, jeder ist mal hingefallen, mehrmals. Aber letztendlich zählt nicht, wie stark ihr hinfällt oder so, es zählt nur, wie oft ihr wieder aufsteht. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lade demnächst auch diese Reportage hoch. Dann könnt ihr mal drüber schauen. Falls ihr mein Instagram noch nicht am Folgen seid, checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Account. Einfach nur Alon Gabay zusammengeschrieben. Und ja, macht euch mal einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video.